So, it starts with stadium, so I take my rumble pad from Lot. No, it's actually snow, so I take back my other pad. This is already a great start to this cup. So. I will instantly change the timeout on the server. Instant. Take a guess, Firestorm. How many players are on the Knockout server? 40? 28. And what should that tell me? Nothing. Ready, so I switch to my new pad. Or old pad. Ah, even though ready is really tough without break button. Or with breaking on the other button. It's the environment where the sticks make the biggest difference.
I really don't want to play desert. Bay is actually exactly the environment where I don't know what to do. Bay is the one environment where I can't decide between the old and the new pet. But this map looks not too technical. It should be fine with the PS3. Finish.
Ah, I drove an 89. Also, Faisal, ich habe Sven gefragt, wie liegt ihm die Desert? Und er sagte, nicht so. Wie jedem. Ja. Es gäbe aber maximal noch Thibaut, aber da bin ich mir ehrlich gesagt sehr unsicher. Ja, ja gut. Aber... Aber guck mal, du musst ja kein Island fahren, du musst kein Snow fahren. Was ist denn deine PB auf der Desert? Ich hab doch gesagt, downloade mein Replay. 59... 3, 4, 5 irgendwas. Gegen wen spielt ihr und wann? Ja, gegen Revan, vermutlich Sonntagabend. Spielen die anderen vier Envies, die wir das letzte Mal nicht gespielt haben. Und ich werde alles mit meinem alten PS3-Pad spielen, was ich auch als neues Pad jetzt bezeichne. Ich spiele auch jetzt gerade mit dem. Aber ich spiele auch genau so mit dem anderen, diesen Knockout, so beide irgendwie. Ich switche ein bisschen. Aber ja, das Problem ist, dass ich mich jetzt hier nicht einfangen konnte. Deswegen bin ich jetzt auch in dieser Runde verdammt bedroht gewesen. Es ist schwierig, wenn man beide Pads benutzt, sie sich beide so anders anfühlen mit den Sticks. Jetzt habe ich für das eine mit viel Stadium irgendwie ein Gefühl, dann ist das andere RIP. Wieso benutzt du nicht einfach nur eins? Ich will ja nur das PlayStation Pad verwenden, weil das für United halt OP ist. Aber mein Button... Der Button, auf dem ich immer bremse, der funktioniert dort halt nicht mehr. Deswegen kann ich nur Envy spielen, wo man die Bremse nicht nutzt oder nur selten nutzt. Weil ich habe es natürlich auch auf einen anderen Button gelegt hier, aber das ist so ein Mindfuck. Da musst du dich halt dran gewöhnen. Naja, das geht nicht. Okay. Bin zu alt. Ja, überleg mal, wie viele Jahre ich nun gespielt habe mit meiner gewissen. Ja. Ich hab's ein bisschen probiert. Aber nee. Und das Schlimme ist, da wo ich jetzt die Bremse hingetan habe, also was so die einzig logische Option ist, die ich habe, wo ich sie hin tun könnte, das ist der Button, wo ich normalerweise Interface an- und ausmache. Jetzt will ich natürlich Interface an- und ausmachen. So, denk nicht drüber nach und drück dann Bremse. Ist auch doof.
Aber ich habe gestern mit dem Pad den TTC gewonnen. Am Anfang habe ich übelst gestruggelt. Wegen dieser Tastenbelegung. Dann habe ich die Bremse komplett weggenommen. Und dann lief's. Wenn ich mein Interface an-ausknopf an der üblichen Stelle hatte, dann lief's. Dann konnte ich mich mehr aufs Fahren konzentrieren, auf die Kurven. Davor war ich die ganze Zeit immer so hoch konzentriert auf, dass ich ja nichts Falsches drücke. Und dann war ich nicht auf die Strecke konzentriert. Ich hatte natürlich auch an den blinden Stellen mal gecrashed in den ersten Runden, in der ersten Map Rotation. Und da musste ich immer erst einmal kurz innehalten und überlegen, so welche Taste drücke ich jetzt. Das war nicht so toll. Was hast du gemacht beim TTC gestern? Gefailt. Ich bin zu sehr auf die Rekorde gefahren. Ja. Die Maps haben zu sehr Spaß gemacht. Und ich wusste, dass ich halt nah dran komme. Aber sowas hebt man sich doch auf für die letzten Runden. Wenn du auf einer guten Runde schon bist, dann riskierst du doch auch das Ende. Ja. Ja. Was ist passiert? Also, in der Runde, in der ich überlebt, das war einfach nur dumm. Aber da war ja Joso irgendwie noch weit hinter mir. Ich bin dann aber irgendwie gegen eine Pole gefahren und dann bin ich aufs Gras raus. Und dann musste ich von hinten finishen. Ich hätte die Runde wahrscheinlich noch überlebt, wenn ich nicht irgendwie nochmal angeeckt wäre, aber... Ja, und davor hat sie ja Ryunu rausgehauen. Ja. Und da war sie ja auch dann gecrashed. Ja. Scheinbar. Ja, das war okay, also... Aber in der Runde, in der ich rausgeflogen bin, habe ich auch einen Autoslide bekommen. Was mich sehr gewundert hat. In der, weißt du, in der 180, nach dem Downhill, vor dem Grass-Part, wo man nicht aufs Gras fahren soll, in der habe ich einfach einen Autoslide bekommen. Ach da. Da war ich erstmal in der Wand. Muss erstmal überlegen, welche Map. Die erste. Aber, ja. Ich denke, ich war nicht auf 600 und keine Ahnung. Ist vielleicht durch die Kompression. Was? Die Kompression, weil es davor ja Downhill auf Gerad ist, so praktisch. Ist das ja, aber Auto... ich war schon in der Kurve. Ich habe den in der Kurve bekommen. Also ich habe gelenkt und dann auf einmal war ich weg. Aber gut, machst du nix. Ich gewinne eh dann nur die TTCs. Ja, aber da hast du jetzt nicht mehr so viele Gegner momentan. Ja. Scheint. Ja, ich meine, die Gegner sind ja schon da, aber die fliegen einfach früher raus. Ja, aber ich habe so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es für die. Also für mich ist es schwieriger, weil da mehr Fahrer dabei sind, die gut sind in Dirt. Aber ich habe das Gefühl, ganz vorne die ersten Plätze sind einfacher für dich als früher. Weil es wirkt manchmal so, als gibt es überhaupt keinen, der dich dann aufhalten würde, so da dran zu gewinnen. Weil ja, entweder fliegen die früh raus, also die bringen auch gar nicht die Leistung, aber es fehlt doch so ein Papu, bei dem man sich sicher wäre, der würde am Ende speedtechnisch auch noch
überlegen sein. Und da wär's dann eine Hausnummer. Ja, Kocho. Ja, aber das ist halt kein Papu. Ja, das ist wahr. Kocho ist nicht Papu. Ja. Aber Kocho ist trotzdem schneller als ich. Machst du TMO mit? Ich weiß, dass das kommt, aber einfach gibt viel zu viel jetzt. Auf irgendwelche Dinge werde ich verzichten müssen. Das TMO ja. Ist sehr wahrscheinliche Sache. Ja. Da haben sich halt nur bisher zwei Deutsche angemeldet. Ja, RIP, wenn es dann mal irgendwie wieder einen Nationencup gibt. Das ist wahr. Also, den einzigen, den ich jetzt irgendwie noch so auf dem Schirm habe als Deutscher, ist vielleicht Fast von NWT. Fast? Ja. Ist der schnell? Ganz okay. Ja, nee, ich meine, wenn es 3 gegen 3 ist, haben wir ja ein perfektes Lineup mit uns beiden und Ryulu. Ist ja alles easy. Ja. Wenn denn dann das irgendwann mal wieder kommt. Ja, ist irgendwie komisch, dass das nicht kam. Ich bin raus. Ja? Wahrscheinlich. Ja. Also, es geht noch ein bisschen die Map, aber vermutlich. Wenn zwei rausfliegen, bin ich raus. Wenn einer rausfliegt, dann nicht. Ich weiß es nicht. Es fliegt nur einer raus. Ich meine, wenn du dann da fertig bist, können wir ja ein bisschen Rounds trainieren. Weil ich brauche das eigentlich. Immer. Ja, brauche ich auch. Aber ich muss jetzt mich erst nochmal mit diesem Pad einfahren, glaube ich. Um dann richtig reinzukommen. Wobei ich natürlich mich gerade Knockout einfahre, weil ich dann immer wieder Map wechsel. Ach. Ich wollte ja die United Maps ein bisschen trainieren, bevor der Knockout beginnt. Aber dummerweise ist halt heute auch Trialmaster. Also die Map endet in Trialmaster und ich müsste da auch schon mal verbessern. Das ist alles so schwierig. Ah, wir spielen jetzt eine Firestorm Map, auf der sich Sue sehr aufgeregt hatte. Welche ist es denn? Eine Island. Ach so, ja, okay. Ja, die ganzen Diskussionen sind ja so unsinnig. Und du hast gesagt, du magst sie deshalb auch nicht. Ja. Aber ich meine. Die ist ja von Black Q. Also hat er wahrscheinlich, wenn er die fährt, sicherlich seinen Spaß dran. Und mochte sie. Aber das ist seine Meinung, das ist meine Meinung. Man kann ja nicht eine Map bauen, die jedem gefällt. Hm. Deswegen kann man das jetzt. Geht. Aha. Das muss irgendwie gehen. Die perfekte Map. Ja. Deswegen, für mich macht es da keinen Sinn, darüber zu diskutieren, über die gepickten Maps. Das Beste, was man machen kann, ist halt
nur genügend Map-Tester haben. Und dann werden die Maps gepickt. Aber dass sich Zeus über die KO-Map beschwert, das ist unsinnig. Das ist eine Knockout-Map. Keine Liga-Map oder so. Bremst du in diesem großen Downhill, wo man nichts sieht? Auf Desert? Am Anfang. Ja. Nee, ich lasse aber viel rollen. Ja, okay. Ja, ich auch, aber ich... Und ich fahre weit nach links raus, damit ich dann früh nach rechts einlenken kann und... Ja. Ja. Was noch wichtig ist bei Desert am Ende, ne? Vor dem Offroad, da geht's das... ja die Straße hoch. Ich hab's in deinem Replay gesehen. Ja, dass man da langsamer macht. Und geradeaus über den Checkpoint Offroad fährt. Ich habe schon auch überlegt, macht es nicht dann auch Sinn, um die Kaktus herumzufahren? Ach so. Das weiß ich nicht. Ja. Muss ich noch mal testen. Gott. Man hat wirklich das Gefühl, dass die United in der Community nur noch Kinder sind. Und alle so, die machen so viel schlechtere Witze als ich noch. Dass das überhaupt möglich ist. Vielleicht doch nicht. Maxi. Ach, keine Ahnung. Mal sehen, ob jemand aufgegeben hat oder ob Maxi tatsächlich einfach raus ist. Er ist einfach raus. Dann sag ihm nochmal, dass er auf den TS kommen soll. Ich habe ihm gesagt, er soll UER trainieren. Dann sag ihm, dass er auf den TS kommen soll. Dann trainieren wir zusammen Desert. Sven schreibt es ihm auch. UER trainieren.
Hattest du am Mittwoch den Kampf mitgemacht in United? Nee. Ich habe ihn ja das erste Mal mitgemacht. Und ich kam da auf den Server, ja. Also die Server waren nicht sehr balanced. Ich kam auf einen Server mit Hawk, Neko, Plekju und Phil. Und dann waren noch Fett dabei und Sven. Aber es war auch noch Hüb dabei. Also alle, die praktisch trainieren. Alle genau die, die trainieren diese Maps. Genau die waren alle zusammen. Und dann noch die Besten auch mit Plekju und Hawk, ne? Da denke ich mir, das gibt's doch nicht. Ja, aber ist doch ein guter Server, um zu trainieren, ne? Tja. Ich glaube, nimmt sich nicht viel, an den Kackrissen vorbeizufahren. Was, Sven gewinnt doch Rally. Ist Maxi gekommen? Er schrieb nämlich KK. Auf dem Teamspeak ist er nicht, nein. Nee, das glaube ich auch nicht, dass er das kommt, aber auf dem Server bei dir. Ja, nee, ich müsste dann ja... Wir haben ja keinen Server. Momentan. Ach so, ich dachte, du spielst auf irgendeinem CMC-Server oder so, Rounds. Nee, da läuft Island oder so. Ich würde ja dann wahrscheinlich mir wieder den Server gönnen. Es kommt eine Firestorm-Map, ich glaube, ich flieg raus. Hallo? Meine KO-19-Maps sind ganz gut. Eigentlich. Ja, aber es ist Bay. Bay ist so ziemlich das schlechteste Enemy mit dem PS3-Pad. Schätze ich. Oh, was muss man denn da machen? Eieiei. Eieiei. Da erwartest du jetzt aber viel von mir. Sorry. Du kannst doch nicht mal safe. Das ist eine Lüge. Ich weiß nicht, welche Map es ist, aber das ist eine Lüge. Schwierig, sich auswendig zu merken. Bleib ich Maxi so mal an. Nein, ich wusste, dass ich die Stelle crashen werde, Firestorm. Ich muss respawnen. Aber ich bin wirklich der Einzige. Wenigstens schnell gespawnt. Oh doch! Ups. Nein, ich war der Einzige. Bis raus! Es war so logisch, dass ich diese Stelle nicht hinbekommen werde. So ein komischer diagonaler Sprung.
Ja. So. Hallo Maxi. Ja, Maxi, komm Teamspeak, dann kann Maxi man hier ist auf dem ULR Training Server. Ja. Was wird da gemacht? Ist das die Rounds oder Time Attack? Was? Vor allem ist es Desert. Nein, es ist Snow. Und es ist Time Attack. Ja, dann musst du den Server aufmachen. Ja, du kannst da auch kommen, ne? Also ist offen. Ja. Ach ja, das passt wohl. Aber bist du auf dem Server gewesen hier? Ja, tatsächlich, du bist schon. Kannst schon spielen. Ja, klar, wir haben doch zusammen trainiert mal. Ach so! Wird es sich das ändern? Weil ja, stimmt, ich war auf Server 3, mein Match war auf Server 3. Ja. Aha. Ich musste mich wieder selber, also die resetten das. Jede Woche. Kann man direkt schon mit Autos antrainieren dann. Also ich bin jetzt auch schon eine 59 eben gefahren, aber mehr noch nicht. Ehrlich, Maxi. Ja, hopp hopp. Let's go. Maxi hat schon aufgegeben, ey. Nachvollziehbar. Lass dich mal einholen, dann kann ich die Außenkaktuslinie fahren und dann gucken wir, was schneller ist. Oder du fährst und ich mach mal Interface hier an. Also du fährst normal. Na gut. Ja, ich hab glaube ich zu viel Speed verloren. Also ich habe jetzt gewonnen, aber du hast ja selber gesagt.
Man kann echt viel gewinnen und verlieren auf dem bisschen Dirter. Ich fahr jetzt einfach immer außen und dann gucken wir, wie es läuft. Wenn ich da hinkomme. Und? Also scheint ähnlich zu sein, wenn nicht sogar, dass das Ganze außen tatsächlich ein bisschen schneller ist. Ich weiß jetzt halt auch nicht, ich hätte auch noch weiter innen durch die Kakteen fahren können, da wäre ich ja noch länger drauf gewesen, ist schwer zu sagen. Ne? Aber ich würde mal denken, gerade bei, wenn man wenig Speed irgendwie hat, aus irgendwelchen Gründen, ist es wahrscheinlich dann gut, außen zu fahren. Oh, ich sehe nichts! Ah, so lustig. Ich sehe die Kante hier nicht, diese Transition, ne? Ja. Das ist so doof. Also wenn ich Map-Tester hier wäre, würde die nicht durchkommen. Außer es gäbe keine bessere. Interessant, wie sind das noch so was Gutes geworden? Was sind so dein Ziel für Rounds? 59? Ja, auf jeden Fall. Es muss sein. Ich meine, wir spielen gegen Revan. Aber ich denke, es gibt auch schon 58, oder nicht? Ups. Ja. Ja, aber das ist dann schwer. Muss ich hier die Cam wechseln, damit ich was sehe? Das wird auch nichts. Ja, einfach nach Gefühl fahren. Das ist halt. Ich versuch's ja zu sehen. Ich versuch so sehr darauf zu achten, wo es ist. Aber es hat halt einfach dieselbe Farbe. Es ist ja so bescheuert. Da irgendwie einen Booster oder so platzieren sollen. Oder einfach nicht diese Transition, also. Ja, die Transition ist sowieso schon kacke. Maxi ist jetzt auch ein bisschen weiter außen gefahren. Ja. Du spielst doch auch Cam 2, oder nicht? Cam 1. Ach so. Ja gut.
Weißt du, ihr könnt ja Nahautos ausblenden, ne? Ja, ja, hab ich schon. Aber der, also die Autos sind einen hinter dann einem. Nee, ich bin nicht hinter dir. Ja, ja. Maxi. Das war bisher auch nur Maxi. Das ist wahrscheinlich Strategie von ihm. Er lässt dich vor. So müssen wir das mit Revan machen. Super. Das war viel zu safe. Das wollte ich nicht crashen, aber es war eine halbe Sekunde wahrscheinlich, die ich da verloren habe. Das verstehe ich nicht. Also in dem Match, ne, von mir, im Semifinal, da gab es eine Runde, wo der Drittplatzierte eine 59,3 fuhr. Uff. Also die 59er sollten schon fallen. Regelmäßig. Richtig. Also ich denke, die kann ich ja auch fahren, aber halt regelmäßig ist eine Sache. Also ohne Fehler, denke ich, habe ich auch eine 59. Maxi wahrscheinlich auch. Und du ja dann auch, oder nicht? Ja. Ich meine, ich versuche eine 58 pp mäßig dann zu fahren. Okay. Ich denke, außen ist besser. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, habe ich das jetzt komplett geskippt oder habe ich es noch berührt? Ich glaube, ich bin über die Ecke des Blocks drüber. Ja, ein bisschen fährst du rüber, aber... Der linke Block, nee, ich glaube, der linke Block, bei dem bin ich mir nicht sicher, ob der dich aufbremst. Ja. Ja, okay, die 59er sind easy. Also 59 low. Nicht dein Ernst. Ohne Absprache. Oh, schönes Auto. Es ist allerdings schwierig zu belegen. Mann, ich bin aber echt neben der. Nice. Ich bin nicht wirklich sehr konzentriert irgendwie. Aber es liegt wahrscheinlich einfach daran,
mit dem Patch spiele. Eieiei. Ah. New. Ja, geil. Ich bin auf die Bande gefahren. Maxi ist mal jetzt drin durch die Kakteen gefahren, habe ich gesehen. Mhm. Ich bin außen und ich war schneller und wir hatten ungefähr die gleiche Geschwindigkeit. Naja, also schneller meinst du, dass du dann praktisch Zeit gewonnen hast insgesamt? Ja. Nee, ich hatte eine höhere Geschwindigkeit. Ja, das ist ja logisch, dass du dann im Ziel eine höhere Geschwindigkeit hast. Ja, das war... War ein Witz? Ja, das war ein Witz. Du versteckst deine Witze sehr gut. Ich habe ihn überholt. Ich glaube, wir haben hier jetzt... Oh. Ne, never mind. Auf jeden Fall mindestens ganz links, also vom Kakteen, also definitiv außerhalb. Ich glaube nicht, dass du den ganzen Block skippen musst, aber außen halt. Ich glaube auch, dass sie den Start ein bisschen anders fährt als ich. Ich verkacke ihn gerade ein bisschen immer. Okay. Ja, gegen Black Hugh und Phil und so weiter war ich nach dem Start immer erster mit Autos an. Okay. Ja gut. Aber ich fahre auf jeden Fall eine andere Linie. Also ich glaube nicht, dass du ganz außen rum losst, ne?
Oh ja, perfekt. Jetzt bin ich vor dir. Ja, ich bin an dem Downhill hängen geblieben. Ach. Ja, also mein Start ist immer noch nicht perfekt. Ups. Jetzt bin ich vor dir. Ja, ich bin da. Guck mal, dann warst du ja schon fast auf einer Low 59. Ups. Maxi sieht auf jeden Fall sehr solide aus bisher auf der Desert. War das ironisch? Ja, ein wenig. Ich würde mir sicher gehen. Ups. Fährst du außen? Ja. Ich hab schon mehr Speed. Maxi, sag mir, wie weit die sind. Ich muss sehen, ob ich Sven einholen kann. Okay, das ging schnell. Aber ich bin sicher. Das muss mal interessant, dieses Battle hier. Hallo? Sven ist definitiv zu langsam. Momentan stand. Oh. Das war richtig gut. Oh, das fühlt sich gut an. Ich bin aber auch sehr weit innen gefahren. Aber ja, ich denke, außen ist es, also. Vielleicht ist es nicht so viel schneller, aber es ist auf jeden Fall nicht langsamer. Ja, ich sehe nichts. auf dem Knockout ist Top 3 wohl gerade. Okay. Also ich denke noch eine Runde und dann kannst du gehen. Also, wenn du gesehen hast, so der Start, wie weit ich dahinter Sven, glaube ich, lag. Aber ja. Der zweite Teil der Map war ganz okay.
nice. Ah, geh ich jetzt. Kann ich vielleicht das Finale sehen oder so. Okay, es ist Top 3. Hawkey vs. Voyager vs. Joe. And it's RIP for Hawkey. So. Ah, Grand Final and Rally, that would have been good for me. I actually see Joe as the favorite. No, it's actually Desert Car. Okay, then I see Voyager as favorite. So Joe is driving a very decent warm-up. Oh. Oh! Okay, that could be an interesting one. Oh, Joe is really nervous. Almost clipping the first obstacle cost him a lot of speed on the off-road, giving Voyager a good lead in the start already. Joe now risking it. Getting a tiny bit closer, jumping far. Survives it. Now going for the planned way here, still close. But Voyager still has the lead from the beginning and has a lot of speed going through this section. So increases his gap, and Joe struggles here as well a bit, but it's still not completely over, the finish will decide. Ah, but Voyager makes it, it was basically all in the start, all in the start. Sind ja alle auf dem Knockout-Server hier mit Div 2 größer, Div 1, weil Top 3 waren Div 2 Spieler. Hm. Aber es ist doch kaum ein Div 1 Spieler dabei gewesen. Das Gute ist, der zweite Knockout in KO19, der ist, meine ich, Time Attack. Es ist jetzt besser mit dem Pad für mich, mich dran zu gewöhnen. Ja, 58 ist wahrscheinlich auch drin, wenn wir morgen noch viel trainieren. Oder heute. Ja. Naja, ich denke schon, dass 58 locker auch drin ist. Also halt in Rounds, ne? Ja, also als ich meine PB fuhr, diese Komma 3, das war die zweite 59 in Folge. Ich hatte über eine Minute als PB. Dann habe ich nochmal schnell die Map gespielt und Instant 59.8 und direkt danach Instant 59.3.
Da muss einfach auch dann noch mehr gehen. Ja, ich trainiere mal weiter, ne? Übrigens habe ich bei Coast auch feststellen dürfen, wie toll der Start ist mit Autos an. Ja, war absehbar, oder nicht? Also es ging mir da vor allen Dingen auch um den Uphill am Ende des Startbereichs, der Uphill in eine Schikane rein. Auf die Straße. Ach so. Und als ich die Kurve davor etwas weiter außen fuhr und andere Autos dann innen waren, ich hatte dann zwar mehr Speed und hätte die alle überholt, aber die haben halt alle die Sicht auf diese Schikane blockiert. Ich hatte nichts mehr zum Orientieren. Ich wusste nicht, wo die Schikane ist. Und eine Schikane gibt dir auch direkt den Full Crash. Ja. Ja. Das ist, war einfach grausig. Ich verstehe einfach nicht, warum die Leute mit Autos anfahren wollen. Das macht nur Sinn. So dumm. Wenn ich das richtig gesehen habe, TMO Dirt, Autos aus. Gott sei Dank. Ich meine, im Mania Planet könnte ich es noch nachvollziehen, weil man hat ja die Option, diesen Geistermodus zu machen. Ja, ja. Das geht dann zumindest noch so. Also ich bin auch den TDC bin ich auch fast nur mit Autos angefahren. Und gefühlt habe ich da besser gespielt, weil in den Runden, in denen ich gecrashed bin, hatte ich Autos aus. Ja. Aber ich weiß schon, was passieren wird, wenn man jetzt in den United Discord geht und sagt hier, Wünsche für nächste Season, bitte mal wieder mit Autos aus. Ich weiß, was dann passieren wird. Egal zu welcher Uhrzeit du das machst, ja, es dauert 5 Sekunden und dann siehst du, Seres schreibt. Ja. Da weißt du schon, was abgeht. Und dann schreibt Zeus. Das sagt dann, bist wohl zu schlecht, ne? Kannst wohl nicht ordentlich spielen. Ach. Wer ist für Snow geplant? Für Snow. Also, ich denke auch da Maxi. Also, ich schätze, dass ich sie auch, wenn wir da eine Chance haben wollen, fahren müsste, mit trainieren. Aber ich hatte auch Probleme mit Snow, als ich da nicht so eingefahren war und dann gegen Hawk und so weiter fuhr, hatte ich auch Schwierigkeiten, also das ist noch tricky. Aber wer ist da sonst noch?
Wer wäre noch da in Snow? Was mit Rain? Hat der Snow? Ich glaube, der hat sich für Snow eingetragen. Ja, okay, Rain vielleicht, ja. Das müsste man ausfahren. Das müsstet ihr ausfahren, Sven, Rain. Guck mal im Sheet. Ja, Rain hat auch nur so ein Solala eingetragen. Ja. Shit, ich dachte wirklich, es käme jetzt ein Time Attack Knockout. Das wäre jetzt richtig geil gewesen mit dem Pferd. Wäre perfekter Knockout für mich gewesen, um auch warm zu werden damit. Stattdessen kommt hier nochmal. Die Map, wo ich im Finale gegen Joe gewann. Gegen mich hat er auch verloren. Nicht nur gegen Roger. Ich bin jetzt übrigens auch eine 59-1 gefahren, also. Dauert nicht mehr lang. Oh, nice. Ja, Trimaster kann ich wohl vergessen, aber ach, ist jetzt auch egal. Trimaster ist echt nicht wichtig, man kann es eh nicht mehr gewinnen. Ups. Das wäre jetzt die wichtigste Kurve gewesen. Oh, Acid ist auf dem. Oh, Acid ist auf dem Knockout-Server. Ja, der kam ja vor ein paar Monaten wieder. Und hat wieder Strecken gebaut. Naja, aber auf dem Knockout habe ich ihn nie bis vielleicht nur ganz selten gesehen. Ja, Island sollte Rain auf jeden Fall fahren, weil der hat sich da natürlich auch sehr anstrengt. Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Aber man merkt schon, uns fehlen so ein bisschen die ganz großen Namen, wenn man dann so hört. Wir spielen gegen Lolomax und Cybermix und so weiter. Und dann treten wir an mit Rain. Aber wer weiß. Er hat auf jeden Fall eine Menge Potenzial. Er schafft es nur bislang auch nicht, es zu zeigen im Match. Er hat doch jetzt gesagt, er hat doch das neue Pad und dann. Ja, er hat jetzt wieder das Pad noch so drauf. Aber. Mal sehen. Mal sehen. Ich meine, im ersten Match hatte er auch das Pad. Wo wir dann auch gegen Revan gespielt haben, da fuhr ja Rally mit. Und da hat er im Match, ich meine, ist gut, das war natürlich ein Match, das war von Anfang an ja eh schon, ne, kaputt, da hatte man keine Chance. Aber er fuhr auf jeden Fall wesentlich langsamer als im Training und unkonstanter. Und unkonstant auf Rally ist, eigentlich ist Rally nicht so schwierig mit konstant. Okay. Ja, wenn man dann das Gefühl hat, so wie er es ja scheinbar hat, weil er ja gute Zeiten fahren kann, dann müsste er ähnlich schnell fahren können. Und so, sagen wir mal, da ist immer noch eine ganze Sekunde Bereich, aber da müsste er dann easy reinfahren können. Und große Crashes gibt es ja nicht. Ich habe gesehen, in einem Rennen
In Lolomaxes Google Sheet habe ich auf Rallye richtig Punkte gemacht. Das war noch in der ersten Woche. Wo ja, ich habe das gesehen, wie sie es im ULR Art Chat auch überpetet haben. Ja. Ja, sehr konstant. Nur 4 Sekunden hinter dem ersten. Ja, da muss man. Ach. Diese Knockouts dauern so lange, das ist unfassbar. Du musst ja nicht mitmachen. Das ist der bescheuertste Standardsatz, den ich dann zu hören kriege. Ja. Man könnte sie auch kürzer machen. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass jetzt nur einer ausscheidet, wenn man mit Top 22 beginnt und dann diese ewig langen Warm-Ups und... Ach. Das ist richtig. Ich meine, guck mal, man fährt nur 2 Knockouts, aber der geht 2,5 Stunden. Und man startet ja schon so spät mit 22 Uhr. Dann geht das einfach bis weit nach Mitternacht. Jo. Das muss ja nicht sein. Ah. Ew. Ich wollte mich so sehr daran erinnern und hab's doch nicht geschafft, mich dran zu erinnern. Ja, ja, Sven, das wird schon. Und hast mich auf jeden Fall sehr positiv überrascht bei Rallye und Island. Da scheinst du sehr, sehr gut mit dem Auto zurechtzukommen. Oh, endlich mal wieder Stadium-Auto und jetzt wieder Pad wechseln. Das andere Pad ist mittlerweile kalt geworden. Thank you.
Wann kommt Devil? Den wollte ich jetzt mal in Steam anschreiben. Er hatte ja gesagt, hier 3 Wochen Pause. Aber 3 Wochen Pause sind eigentlich ja zu rum. Ne? Er meint ja irgendwie, er ist in seiner, bei seiner Familie oder irgendwas. Und da hat er jetzt keinen Zugriff auf Pad und Laptop oder so. Und jetzt gehe ich natürlich mal stark davon aus, dass er jetzt über Ostern noch bei seiner Familie bleibt. Hm. Würde ich jetzt mal denken, so macht zumindest Sinn. Bedeutet natürlich, nächste Woche wäre vielleicht eine Möglichkeit da. Für Stadium und Bay. Ja, das kommt ja dann. Und da ist es sicherlich. Also gerade ein Stadium gegen Dresden, dann machen wir sie fertig. Mit Danik wie und Devil. Aber irgendwie glaube ich nicht dran, dass Devil dann tatsächlich spielt. Glaubst du dran? Nee. Ich war schon überrascht, dass du ihn zum Anmelden bekommen hast. Ja. Sollte er gar nicht spielen, dann war es aber dann doch halt ein Fehler. Also dann genau der, das, wovor ich so ein bisschen Angst hatte mit ihm. Ja, wen hättest du denn sonst reingeholt? Oh, es gab da einige. Achso. Ja, also ich hätte dann Medino reingeholt. Der so meint, er weiß nicht wegen Corona, wie viel Zeit er hat. Er so wegen dem Argument, er hat dann eigentlich, also wenn Uni ausfällt und er müsste dann alles zu Hause nacharbeiten. Also Freizeit hätte er eigentlich genug, theoretisch. Die Frage ist nur, wie er sie investiert. Ja. Naja, Medino wäre aber natürlich so ein Bombenfahrer gewesen halt, ne? Der hätte uns doch mal einiges stärker gemacht mit einem Schlag. Der, ich habe den ja gesehen, wie er zurückkam, hat sofort auf Coast, auf alten Coast Maps irgendwie, hat er Daddy 1 gefahren. Nach kurzer Zeit. Und ich glaube, der kann auch mehr als nur Coast. Also der hätte uns zum Beispiel wirklich direkt stärker gemacht. Selbst wenn der jetzt nicht so viel trainiert, wäre das ein Unterschied gewesen, sag ich mal. Ja, aber dann dachte ich mir auch, wenn Devil jetzt zusagt, um der alten Zeiten willen, macht es eigentlich schon Sinn, so. Ja, aber er muss dann natürlich auch einmal mitfahren. Sonst hat es sich nicht gelohnt. Ich habe gesehen, dass Zeus irgendwie sein Team auswechseln wollte, weil Sander nicht gefahren ist und Sander nicht fährt. Aber ich weiß nicht, was da jetzt dazu gesagt wurde. Ja, da habe ich jetzt noch keine Zeit gehabt, das alles durchzulesen. Ich auch nicht. Da werden auch bestimmt wieder tausende Messages geschrieben. Warum das dann plötzlich okay ist, dass CMC das darf. Ja, ich weiß nicht, ob die das dürfen. Wir werden so lange argumentieren, bis irgendwer nachgibt und dann dürfen sie. Na, Misu hatte mich vor uns angeschrieben. Er möchte einen Neon in die ULR reinbringen, ob noch Platz in meinem Team ist. Und er hätte mich gefragt, oder ich hätte ihn mal gefragt gehabt, ob er joinen will. Und ich wusste nicht, wer ist denn bitte Neon? Und das ist dann irgend so ein deutscher Spieler, der relativ viele Letterpunkte angeblich hat. Aha. Aber wer ist Neon? Dann kam das Login. Und das sagte mir tatsächlich was. Jetzt krieg ich's nicht mehr ganz zusammen, aber das sagte mir was. Habe ich schon mal gehört. Aber Neon wiederum nicht. Hat mich ein bisschen verwirrt.
Warum wusste ich, dass dieser Slide kommen würde? Warum hast du da nichts gegen getan? Ich wissen wollte, ob es Fullspeed geht. Naja, und dann hatte ich ja Topper angeschrieben. Der hat nur dummerweise nie auf TMX die Nachricht gelesen. Erst jetzt letzte Woche, als ich mal wieder auf TMX geschaut habe, jetzt hat er sie gelesen. Ja. Ja. Leider TMX zu spät. Ist ja auch nicht unbedingt das beste. Bei Topper schon. Wenn der aktiv ist, ist er auf TMX angemeldet. Ja, das ist dann aber traurig. Aber ich habe ihn auch. Ich habe ihn auch in Discord und Ingame angeschrieben. Er war einfach nicht da. Das ist ärgerlich, weil der hätte uns auch mehr als nur Coast weitergeholfen. Wäre ja auch reasonable, ein deutscher Spieler noch dazu und so. Ne? War ja auch Ende letzte Saison bei uns. Genau. Also, der wäre noch alternativ für Devil, aber er hat sich ja nicht gemeldet. Und dann wollte ich noch Cero. C-E-R-O, der kam auch zurück. Der war auch mal Dono-Spieler. Ja, ich erinnere mich. Und den habe ich auf dem Server gesehen, hab ihn da schon gefragt, aber da war er gerade das erste Mal verbunden und so. Und da waren noch ganz viele andere, die auch Fragen gestellt haben. Ja. Und dann habe ich ihn dann nochmal gefragt. Dann hat es auch bei ihm ewig gedauert, bis er sich angemeldet hat. Glaube ich, oder er hat einfach mich ignoriert. Auf jeden Fall hat er mir nie geantwortet. Ich war dann auch nochmal auf einem Server mit ihm, als ich ihn dann noch das zweite Mal gesehen habe. Hab ihn da gefragt, habe auch keine Rückmeldung. Also wusste ich dann nicht Bescheid, was denn nun ist. Aber er wäre auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Spieler gewesen fürs Team. Zero ist ja dann gut in sowas wie Snow und Desert und so, wo uns ja auch immer mal wieder Spieler fehlen. Coast doch auch, oder nicht? Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, was da noch so alles. Also sicherlich nicht Stadium. Habe ich auch nicht behauptet. Aber halt so ein bisschen die TMO-Envies und so. Ja, und vielleicht Island Coast, aber da bin ich mir nicht so sicher, wie die bei ihm waren. Und jetzt habe ich ihn noch wieder mal deutlich gesehen, wie er hier die ULR-Maps fuhr. Ich meine, das Team, das wir jetzt, also das wir jetzt sind, ne? Ist ja nicht zusammengesetzt, um zu gewinnen, sondern um Spaß zu haben. Gell? Ja. Sonst hätten wir ein bisschen balancierteres. Vorne Firestorm Stadium Map. Und Maxi schreibt Terrible Drifts. Werde die Jäger schreibt Trash Map. Ja, Mann. Das sind halt die United Fahrer, ne? Ja, ich bin aber auch fast rausgeflogen, was echt eine Dumme. Ne? Ist es die mit dem Sprung am Ende? Der relativ schwierig ist, also mehreren Sprüngen. Ja. Ja. Ich gebe zu, die letzten Sprünge sind wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ja. Vor allem mit den Nutzleit in der letzten Kurve.
Ich hab mal wieder für ein Tech-Tournament gemappt. Guck mal, wie das, ob meinem. Einem von meinen Maps da genommen wird. Hängt von der Identity ab. Ja. Hast du auch gesehen, dass von Trackmania Stars, ne? Dass der Cup ist wieder da? Die haben ja Fullspeed Night Cup. Und dann war noch irgendwas. Irgendein Multi-Style Cup, irgendwas. Ja. Genau. Das stimmt. Das ist das, was die damals ja. Ja, der ist jetzt auch wieder. War bestimmt auch an dem Wochenende, an dem ich nicht kann. Es gibt ein Wochenende im April, wo es alle Cups stattfinden. 24 Stunden Rennen? Mhm. Machst du da nicht mit? Ich muss von Samstag auf Sonntag arbeiten. Na okay. Dann suche ich mir mal wo ein Team, ne? Das ist halt richtig doof. Genau an dem Wochenende, vor allen Dingen auch genau eine Nachtschicht. Damit ist das halt, also ich könnte mitfahren, 4-2 Stunden Rennen, aber dann nur den Beginn. Und nun ist an dem Wochenende ja auch dieser ganz große Cup da, der da announced wurde mit ganz viel Preisgeld und so. Wo man zu zweit antritt. Ach so. Ja, okay. Dieser Game Ward oder so. Ja, du Cup. Ja, ist auch blöd. Eventuell kann ich aber mitmachen, weil eine Nachtschicht genau das dann möglich macht mitzumachen, aber der für den Schlafrhythmus tut's nicht gut. Ja, okay. Weil da bleibt mir nicht viel Zeit zu schlafen. So. Ist also tricky. Dann ist der Lagoon Cup an dem Wochenende. Ich hab's dahin geschoben. Eigentlich ist alles Mögliche. Und wenn dieser Team Stars, war der auch da? Ich glaube aber. Ich guck mal für dich, ja? Ich glaube er war auch da. Also der Map Request endet am 19. Wo ist denn der Discord? Hä, ich bin Dritter? Lol. Ich dachte, ich bin bedroht mit diesem Bug, den ich hatte. Also Time Attack von dem Cup ist bis zum 3. Mai. Und dann Playoffs am Wochenende danach. Was ist mit Time Attack gewesen? Time Attack ist bis zum 3. Mai. Ich wusste nicht mehr, dass das was mit Time Attack war. Naja, ich weiß noch nicht, wie mein Dienst im Mai aussieht. Die hätten echt irgendwie einen haben sollen, der ein bisschen englische Grammatik drauf hat. Weil die ganzen Announcements und so weiter, die sind zu verstehen.
Aber geht besser. Eine Firestorm-Map wird gerade gespielt. Come on, what are these mazes? Zero fucking idea what I just drove. Wer Island? Hat's, wer, wer hat's geschrieben? Pff, keine Ahnung. Duse wäre wahrscheinlich zu easy. Ja, der ist halt auch nicht auf dem Server. Okay. Boah, da hab ich auch Angst jetzt. Ich muss halt auch dazu sagen, das sind Keyboard Island Maps dann, ne? Yay, ich hab's mit dem Pad in die Top 10 geschafft. EO 19 hat doch, glaube ich, 14 Maps von mir. Ja, wir haben auch schon viele gespielt. Warte, mehr. Ich habe nicht in, ich habe ein Stadium, glaube ich, immer jeweils eine Dirt und eine Tech Map gebaut. Also? Kommt drauf an, wie viele Stadium Maps du dann insgesamt gebaut hast. Was heißt denn jeweils? Ach so, ja, ich habe zwei Batches gebaut. Also zwei Runden. Also 8 Maps. 8 Maps plus 8. Weil ich habe für jedes Environment gemappt. Weil ich will ja nicht, dass der Pool irgendwie zu einem Environment geneigt ist. Aber ich habe 2 Stadium Maps, ja, macht Sinn. Ich habe mein Bestes gegeben. Das finde ich auch so eine Sache. Wer hat denn gesagt, dass die Stadium League Maps in United Tech Maps sein sollen? Niemand. Früher in der United League 3 und so, da kamen ja auch Zeus Maps, da war nicht nur Tech. Ja, okay. Zeus Maps sind sowieso. Ne? Aber. Die Clement Map war ja eine Tech Map. Ja, war auch absolut untypisch für United eigentlich. Ja. Die hätte man auch in DM2 sehen können. Aber ich meine, ich könnte da jetzt auch theoretisch einfach eine Dirt Map reinschicken. So gesehen müsste die ja eigentlich mixed sein. Oder halt seinen eigenen United-Stil. So TMGL-mäßig.
Ich bin mal kurz weg und hol mir was zu essen. Warum habe ich denn so einen schlechten Local auf der Map? Hab das schon oft gut gespielt. Schimmelfisch, wer ist das denn? Hallo? Hallo? Bin wieder da. Ich spiel noch eine Stadium Map zu Knockout, aber nicht von dir, sondern von Schimmelfisch. Wer ist das denn? Ja, ich hab einen Stream angemacht. Entertain me. Ach so. Ich dachte, du hast selber einen Stream gestartet. Nee, ja klar, ich fang hier jetzt mit Stream an. Ich mein, ich würde ja wahrscheinlich auch streamen, aber dann halt so mappen. Aber geht nicht, weil ich halt nur für Competitions mappe. Und die darf man nicht vorher gucken. Das ist ärgerlich. Schon. Hätte wahrscheinlich jetzt auch irgendwie. Musst du für die Monthly Track Competition mappen? Ja, klar. Ich hätte wahrscheinlich bei den Trackmania Stars nachfragen können, ob ich die hätte streamen dürfen. Ich hab grad vergessen, auf welcher Taste ich jetzt bremse mit diesem Pad. Ich weiß auch nicht, ob ich das hinkriegen kann, dass der Pet-View für beide Pets gleichzeitig funktioniert. Kannst du dir nicht einfach ein Pet holen, wie das ist, das du haben willst, aber wo die Bremstaste funktioniert? Das habe ich vor, aber da müsstest du mir helfen, weil ich finde es nicht. Es ist mir komisch, ich will einfach nur das originale PlayStation 3 Pad von Sony. DualShock 3. Aber ich habe im Internet versucht zu gucken. So richtig schlau werde ich nicht raus. Es gibt so andere PlayStation 3 Pads, aber die sind ja nicht von Sony, sondern sind so Nachmache oder so. Ja. Das verstehe ich schon mal nicht so richtig und da weiß ich dann ja nicht, ob das sich genauso verhält, ob ich das genauso mit einem PC verbinden kann, ob da die Sticks und das alles gleich sind oder. Kann ich ja nicht einschätzen. Also wenn ich jetzt das Originale haben will von Sony, dann... Ich habe auf Amazon dann endlich eine Seite gefunden, da stand was mit 100 Euro. Das kann ja nicht sein. All die anderen Pads waren bei 20. Das PlayStation 4 Pad ist bei 60, glaube ich. Kann ja nicht sein, dass das PS3 Pad dann 100 kostet. So. Also irgendwas verkehrt. Sonst musst du dir das vielleicht einfach mal in einem Laden oder so holen und nicht auf Amazon. Ja, das würde ich demnächst probieren.
Ja, ich sehe den 100 Euro PS3 Controller. Da sagen auch Leute in den Feedbacks, dass das irgendwie ist, da nicht alles Tolles dran. Ich habe noch so ein bisschen das Gefühl, auf der League Map habe ich das Gefühl für Coast, aber jetzt auf einer Random Map habe ich ja noch nichts anderes auf Coast gespielt als mit dem Pad. Go safe, nicht diagonal hier springen. Sony DualShock Schwarz für 45 Euro. Auf? eBay oder irgendwas? Idealo.de. Aha. Keine Ahnung, was das ist. Nee, eBay. Auf eBay oder eBay Kleinanzeigen hatte ich auch überlegt, noch zu gucken, aber es muss halt auch sichergestellt sein, dass es kein Gebrauchtartikel ist. Und das ist ja dann immer schwierig. Es ist in der Originalverpackung auf dem Bild. Ich glaube, ich habe das Ding auch gesehen. Ja. Aber dann konnte ich nicht mehr dazu angucken, weil auf Arbeit halt ganz viele Seiten gesperrt sind und man keinen Zugriff mehr drauf hat. Aber das sieht ja eigentlich ziemlich... ziemlich okay aus. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Weil eigentlich ist das Pad ja vorwiegend für United interessant. Weil da ist es halt besser. Aber ich klar, es wäre dann cool, damit dann aus Stadium zu fahren. Aber ich weiß, dass das ein bisschen komplizierter ist. Sonst hol dir doch einfach ein PS4-Pad. Habe ich auch überlegt. Ist natürlich aber auch ins Unbekannte rein. Was zum Beispiel bei dem PS3-Pad noch doof ist, das wäre dann wieder ein Argument für noch eine Evolution. Ich kann, es hat ja zwei Schultertasten, die analog sind. Mhm. Und ich will die jetzt, normalerweise habe ich da ja Kamera 3 und Kamera 1 drauf. Und jetzt kann ich diese Tasten aber halt nicht mit irgendwelchen digitalen Knöpfen so belegen, ne? Sondern nur mit analogem Kram. Und das finde ich unpraktisch, weil ich will halt eigentlich einfach nur einen Button da haben, so wie in meinem anderen Pad, dass ich da auch noch zwei Buttons habe, die ich nutzen kann. Du kannst das machen. Wenn du das Spiel bei Steam registrierst und dann die Steam Controller-Konfiguration dafür benutzt. Ich bin immer sehr vorsichtig mit Steam. Wieso das denn? Er weiß noch, da waren wir beim Silvestertreff und der Kumpel da. Und hatte seinen Controller auch mitgebracht, das so ein Steam-Controller war irgendwie. Und er steckte das dann dran und dann waren alle meine Controller-Settings sowas von im Arsch. Automatisch.
Ich meine, ich habe mich mit den Controller-Settings von Steam schon mehrmals auseinandergesetzt. Weil ich die ja auch für Rocket League oder so benutze. Ich denke, das ist wahrscheinlich kein großes Ding, aber mache wie du willst. Ich weiß, dass Lars das PS4-Pad hat und er sagt, er hat keine Probleme, diese Tasten zu verwenden. Ich müsste ihn nochmal fragen, was er da eigentlich auf den Tasten drauf hat. Es muss ja etwas sein, was nicht stört. Weil du kannst jetzt nicht die Bremse dahin legen und einen Break drücken. Wieso nicht? Ich bezweifle, dass das gut funktioniert. Die innerhalb von Steam kannst du auch einstellen, ob der Trigger, also ne, der analoge Trigger hinten, eine adaptive Schwelle haben. Das heißt, dass du musst das die Taste nur ein bisschen gedrückt haben und dann auch wieder nur in die andere Richtung loslassen, um den Button Druck loszulassen, weißt du? Ja. Das heißt, es ist keine Schwelle, sondern du kannst, ich denke, das geht damit auch super. Also wie gesagt, die Controller-Konfigurationen sind eigentlich eine gute Sache dabei Steam. Ich habe ja auch einen PS4-Controller, mit dem ich Rocket League spiele. Bei dem NASCAR TDC muss ich nochmal daran denken, wie Lars ja das Problem hatte, dass er nur 99% einlenken konnte. Hm. Wäre natürlich blöde Sache. Ja. Ist aber cool zu sehen, dass Acid wieder da ist. Also für mich persönlich ist er tatsächlich einer der Spieler, die Grund ist dafür, dass ich überhaupt viel gemappt habe und auf United aktiv war. Erzähl mehr. Ja, als ich auf United angefangen habe, auf TMX halt Maps hochzuladen und so weiter, habe ich halt, glaube ich, Acid und Krixu hieß der andere. Wir haben, glaube ich, fast alle meine Maps gespielt. Manche halt auch awarded und immer schön Feedback gegeben. Und ich habe halt deren Maps auch gespielt. Und ich denke, die haben auch definitiv meinen Stil geprägt. Krixu ist leider nicht mehr aktiv. Der ist, glaube ich, schon seit irgendwie 2012 oder 13 weg. Aber seine Desert Maps waren immer klasse.
ich von der Linie runter bin, brauche ich noch zu lang, um zu reagieren, wenn ich jetzt mit diesem Pet hier spiele. Das ist jetzt das PS3 oder was? Ja. Ja, da ist super smooth einlenken damit, aber du siehst, wie lange ich bremse, weil ich da ein bisschen Probleme komme. Mit welchem Finger und. Ach, hey, bin durch. Hab ich schon gedacht, dass es hier eng werden könnte. Oh, die Zeit ist gar nicht so schlecht. Nur 4 Zehntel hinter dem Weltrekord. Oh. Aber ich habe am Anfang ja merklich viel verloren, also. Oh, diese komische Map hier. Ja, das ist jetzt. Oh, Snow ist jetzt so ziemlich das schwerste Environment, was kommen konnte. Gegen die drei Gegner, die jetzt noch da sind. Oder mit dieser blinden Kurve hier. Toll, jetzt kann ich es nicht testen. Ich glaube, dann springt hier nämlich zu weit. Oder so? Nee, es geht gerade aus. Oh, ich brauche die Bremse hier. Oh. Oh, das ist kritisch. Die Map ist dann ja schon vorbei. Also diese eine Kurve-Passage, die blinde Kurve und dann die schnelle Passage, die sind praktisch entscheidend. Ach, na dann. Skarfowski raus aufs Snow. Geh doch mit Autos an. Na, da würde ich crashen. Ich meine. Ist Training für ULA. Ja, ich mag es schon da nicht. Also Autos an hat mir beim NASCAR TTC schon geholfen, die richtigen Linien zu finden. Aber es ist natürlich TM2 wieder gewesen. Mit Ghost. Bin ich trotzdem krass gegen so viele Ghosts. Ja, nach den ersten Kurven legt sich das ja. Wenn man vorne ist, ja. Ja. Aber ich fand, auf Nesca hat sich das auch schön verteilt gehabt. Weil nicht alle immer auf der gleichen Linie waren. Weil die nicht immer so offensichtlich ist. Wo ich Probleme hatte, war, glaube ich, auf Map 5 mit dem Start mit Autos. Der war ein bisschen zu eng. Auch schönes Lightmap. Ja.
nur das Ende. Ja. Toll. Ich hasse die Kamera dafür. Ja, tschüss. Ich wollte nochmal schnell was. Und die Kamera resettet sich auch nicht wie in TM2 bei dem Auto wieder, sondern halt hört da auf, wo du aufgehört hast, ne? Hm. Noch zu unsicher, an das Limit zu gehen auf einer unbekannten Map. Ich meine, ich hätte halt schneller gekonnt. Ich habe es mich dann nicht so ganz getraut, aber ich hätte schneller gekonnt in diesen Kurven. Ich habe halt dann hier und da mal released, vor allen Dingen in der Plattformkurve, wo es nicht nötig war. Diese Map hier hätte ich wahrscheinlich mit meinem alten, also mit meinem anderen Pad gespielt, weil die sieht schon zu. So mit viel voll einlenken. Ich hatte ein echt gutes Ende auf der einen, deswegen hatte ich gehofft, dass das reicht, aber nee. Ja, dann gleich weiter Desert. Oder Coast. Ja, eins von beiden, würde ich sagen. Oh, ich habe mal ein Finale auf diesem Map schon gespielt. Wenn ich das Ende sehe. Gegen Hawk. Guck mal, wer Weltrekord hat. Ich glaube, du hast verloren. Phil. Voyager werden mal wieder hier die Siege gegiftet. Ich wollte jetzt auf Phil wechseln. Naja, brauche ich auch nicht. Er ist ja schon sonst wie weg. Ja, gegen so einen Phil hätte ich jetzt auch gewonnen. Ja, gegen so einen, wenn du im Finale wärst, hätte er vielleicht nicht direkt schon verkackt. Weißt du ja nie. Na. Phil verkackt schon gegen mich in der Regel. Ach so. Aber hättest du gegen Voyager gewonnen, ist die Frage. Hätte ich ja nicht müssen. Weil ich hätte ihn ja auch rausgekickelt.